unterstützt fürs Intro. So Leute, dann herzlich willkommen heute zu einer neuen Challenge. Ich befinde mich auf der FIBO in Köln, das ist die weltgrößte Fitnessmesse. Und das Ziel des heutigen Tages und morgen, heute ist Samstag, und morgen werden wir versuchen 10.000 Liegestütze zu sammeln. Foodspring, mein Supplement-Sponsor, spendet pro Liegestütz 10 Cent an Menschen mit Muskelschwund. Weil der Sinn dieser Challenge ist es, dass Menschen mit Muskeln was für die Menschen machen, die am Muskelschwund leiden. Ich mache einmal im Monat auf meinem Kanal eine Challenge, wo wir irgendwie was Verrücktes machen. Und das Ganze verbinden wir mit einer Spende. Heute machen wir Liegestütze für Menschen mit Muskelschwund. Ich habe das Ganze letztes Jahr schon mal probiert. Es ist gescheitert. Ich blende euch gleich mal eine Szene ein vom letzten Jahr, wo ich vor 200 Menschen stand am Eingang. Die Leute darum gebeten habe, dass sie Liegestütze machen sollen für einen guten Zweck. Es hat ein einziger mitgemacht. Jungs, darf ich ganz kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Ein paar Liegestütze für einen guten Zweck zu machen. Ja, Mann. Lass uns alle 30 Stück machen oder so. Wir brauchen 10.000, es fehlen noch richtig viele. Soll ich mich noch auf den Rücken setzen? War auf jeden Fall sehr unehrenhaft. Packt was an, wird eine verdammt harte Challenge, Leute. Es ist wirklich sauschwer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Rock'n'Roll. So, jetzt sind wir gleich auf der FIBO. Jetzt haben wir gleich den lieben Nikolai. Raphael. Beiden ja auch richtig stabil im Gym Junkie Outfit. Jetzt machen wir ein paar Liegestütze, oder? Ja, mach auch mit. Ehrenfrau. Okay, 30 Stück von mir, 50 von dir, oder? Ja, 50. 41. 41 von dir und von 20. 20. 14,10 Euro. So geht der Tag los. Und jetzt geht's weiter. 16, 17, 18, 19, 20. 30 hast du gemacht? 30. 30. Und nochmal mit den anderen Jungs zusammen haben wir 104 Liegestütze nochmal gemacht. 10,40 Euro. Es kann ja nicht geiler sein, also ihr kennt mich ja. Käffchen muss sein. Wurde mir einfach gerade eiskalten Kaffee vorbeigebracht, der Stand. Finde ich sehr, sehr geil auf jeden Fall. Danke dafür. Ich weiß nicht, wie viele ich jetzt schon gemacht habe, aber wir hatten ja heute früh noch ein Workout. Ich bin jetzt safe schon bei 300 Liegestütze, die ich jetzt in 3 Stunden gemacht habe oder so. Ich kriege jetzt schon Krämpfe. Alter, die Challenge wird hart, aber keine Ausreden, wir ziehen durch. So Leute, wir haben jetzt hier noch eine Real-Life-Donation bekommen für die letzte Challenge. Das geht noch an krebskranke Kinder raus. Wie heißt du? Jonas. Jonas, heftiger Ehrenmann auf jeden Fall. Ja. An der Stelle dickes, fettes Dankeschön an die ganze Ehren-Community da draußen. Der Typ ist einfach cool. Heftig. Heftig, Mann. Danke dir. Ja, Mann. Ciao. Yeah. Jetzt haben wir hier den Marcel. Servus. Hi. Marcel und Josh. Hi. Olli. Hi. Mona. Mats. Timo. Nikolas. Die Jungs waren letztes Jahr auch schon dabei und letztes Jahr mitgemacht bei der Challenge. Dickes Dankeschön dafür. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch ein paar Liegestütze hier, oder? Auf geht's. Warte mal ganz kurz hier. Hey, hey, hey. Also, ich weiß, ein Kommentar, letztes Jahr hat der gut runterkommentiert. Bist du der mit den Liegestützen, Alter? Ich bin der mit den Liegestützen. Erstmal kriegst du dann von mir einen dicken Check hier. Richtig geile Aktion, habe ich richtig krass gefeiert. Das weißt du, dass ich einen Menschen jahrelang betreut habe, der Muskelschwund hatte. Nee? Tatsächlich. Nee, echt, oder? Ja. Ganz viele Jahre lang. Digga, das ist auch noch ein krasser Bezug. Das ist sogar einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Der ist leider nicht mehr unter uns, aber ein Mensch, der mich so mit am meisten in meinem Leben beeinflusst hat. Die Stimmung geht gerade runter, ja. So, alle sind für gute Laune, aber ich wollte es einfach mal sagen, ich habe dazu natürlich einen guten Bezug. Ja. Und jetzt schäme ich mich, weil ich halt mega schlecht bin in Liegestütze. Ich mache so viel ich kann. Ich so, ja, Marc Eggers heißt, ich setze mich auf YouTube. Und jetzt machen wir mal ein paar. Oh, Mann. 16, 17, 18, 19, 20. Auf jetzt! 40, okay, 40, 30 und 20. 70 Liegestütze, das sind nochmal 7 Euro, die gespendet werden. Komm, Euro machen wir nochmal, Digga. Ich will ein leidendes Gesicht sehen. Ah, 20, Digga! 20 nochmal. Ja, beide nochmal 20, Alter. Geil gemacht, Jungs. Digga, ein 10 hast du auch drin, Bruder. Das war nochmal 10, oder? Ja, nochmal. Ich von jedem nochmal 10. Also 130 insgesamt. Wie heißt du? Carlo. Alex. Henrik. Leon. Liegestütze, auf geht's. Wie viel hast du gemacht? Ja, ich weiß nicht, ich war bei 30 oder so. Ich hab 20. 22. 20. Okay. Okay, so, also, nochmal ein paar Liegestütze hier mit den Jungs. Du warst letztes Jahr auch dabei, gell? Weißt du es noch? Ja. Sehr geil, auf geht's, nochmal ein paar Liegestütze. Schau mal, wenn wir jetzt hier bei Foodspring am Stand haben, Leute. Ja.
Wir haben Michael Smolik bei uns am Stand. Hallo! Ich weiß nicht, ob du schon weißt, wir machen uns eine 10.000 Liegestütz-Challenge. Ja. Hast du mitbekommen? Ich krieg vielleicht einen. Ich krieg eigentlich schon viele hin, ich bin momentan nur verletzt. Ich kann es aber versuchen. Okay, Digga. Also ich habe einen Muskelriss. Für einen guten Zweck. Aber das ist jetzt keine Ausrede. Keine Ausreden, Mann. Man merkt es leicht, aber es geht. Also 100 Stück sind nochmal 10 Euro, die gespendet werden. Geil. So, jetzt Leute, jetzt gibt's hier mal ein bisschen was zu essen. So Hunger. Ja. Wir gönnen uns jetzt hier die Poke Bowl und dann geht's gleich weiter zu Gym Junkie. Wir sehen uns gleich. Bis gleich, Leute. So, aufgegessen. Was ist dein Fazit bis jetzt so zur Challenge? Krass. Leute, ihr seid einfach nur der absolute Hammer. Ja. Richtig geil. Muss ich echt mal sagen, heftigst, wie viele Leute da mitmachen. Und jetzt geben wir nochmal richtig Gas hier am Gym Junkie Stand. So Leute, jetzt sind wir hier am Gym Junkie Stand. Ich habe hier den lieben Erik Finger. Er war der Einzige, der mitgemacht hat bei den Liegestützen. Von Anfang an vor allem. Ja, Mann. Ein paar Leute auf YouTube, die ich echt feier. Schaut auf jeden Fall bei den Jungs vorbei. Geile Challenges, ich liebe die Jungs. Wir machen jetzt ein paar Liegestütze. Wie viel habt ihr gemacht? 50. Ungefähr gleich, ja. Auch 50, ich hab 20 gemacht. Das sind wieder 12 Euro in die Spendenkasse. Yo, wie heißt du denn? Ich bin der Oliver. Machst du ein paar Liegestütze? Ich bin verständlich. Leute, lasst einen Daumen da, allein schon für den Typen. Er hat einfach 90 Liegestütze gemacht. Geiler Typ. Wie Daumen was? Ich möchte euch alle auf den Boden sehen, die hier anstehen. Alle runter und Liegestütze. 20 schafft ihr. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So Freunde, jetzt haben wir hier die Ehrenmänner von der Mass. 25 gemacht, wie viel hast du gemacht? Ich glaube, ich habe 30. 40. Ja, alles klar, ich habe 30. Okay, auch 40 auf jeden Fall. 30. Dickes Dankeschön geht raus an Team Amass mal wieder für die geile Unterstützung. Kein Ding, Mann, immer für dich gerne. Bester Mann. Danke, Bruder. So, und jetzt würde ich sagen, sammeln wir noch ein bisschen weiter Liegestütze, Freunde. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen, wer es noch nicht gemacht hat, lasst gerne ein Abo, ne? Weiter geht's. Jetzt habe ich hier den lieben Simon bei mir. Wollen wir mal Liegestütze machen? 20 Stück? 20 Stück. Ja, ich habe schon viele gemacht, Mama. Was geht ab? Hallo! Ja, Mann! Ich hab gehört, wir haben eine Challenge zu brechen. Ja, auf jeden Fall. Also, wir brauchen schon noch einige. Ich schätze mal, wir haben jetzt so 3000 oder so, ich weiß nicht. Es fehlen noch 7000. Ja, es fehlen noch einige. Machst du 6000, ich mach 1000. Ja, okay, komm, easy. Passt, Mann. 17, 18, 19, 20. Und jetzt rein mit Jack Skeeter und Pick Josh. 6 Euro weiter aufs Konto. Weiter geht's. Da kommt ordentlich Geld zusammen. Pro Liegestütze 10 Cent. Wir fangen an in 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20. Jawohl! Wir sind gerade nach Tim Gabel und Inscope den Weg gelaufen. Aber die beiden hatten nicht so Bock, in dem Video mitzumachen. Finde ich schade. Hast du Bock, 10 Liegestütze für guten Zweck zu machen? Und die Antwort war einfach, nee. Alles klar, richtig. Auch cool. Auch coole Aktion. Schauen wir mal, ob die Jungs von Rocker hier auch ein paar Liegestütze machen wollen. Die haben letztes Jahr auch ein paar gemacht. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Auf rein. Wir sehen uns. Ciao. Bis morgen. 16, 17, 18, 19, 20. So Leute,
Das war auf jeden Fall jetzt nochmal ein guter Abschluss, würde ich sagen. Vom Team Foodspring. Es waren 340 Liegestütze. Ich kriege ein bisschen nach Schweiß, glaube ich. Nee, Digga, das hast du gesagt. 34 Euro, die mal gespendet werden. Das ist gut. So, ich glaube, jetzt haben wir ungefähr die Hälfte. Ich schreibe mal den Stand, den wir jetzt haben, hier hin. Den weiß ich nämlich jetzt gar nicht auswendig. Hast du mitgeschrieben. Gefickt eingeschädelt. Nee, geschickt eingefädelt hast du das. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich merke schon, diese Challenge wird wieder sehr, 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 sehr knapp. Ich habe gedacht, dass es viel, viel leichter wird. Wir packen es jetzt mit dem Team Foodspring zum Abendessen. Bis morgen, Freunde. Ciao. Wie beginnt man den neuen Tag, Leute? Natürlich mit einem Käffchen. Ich befinde mich jetzt hier gerade noch in dem Foodspring-Haus. Wir haben hier so eine Villa quasi mit dem ganzen Team. Tag 2 steht an. Es fehlen noch verdammt viele Liegestütze. Hier, Sophia, wie geht's dir? Ja, mir geht's nicht so gut. Ich habe voll den Muskelkater, aber wir ziehen trotzdem durch. Ich gebe alles heute. Müssen wir auf jeden Fall. Ja. Sophia hat gestern schon heftig durchgezogen. Rock'n'Roll, Tag 2. Packen wir's an. Wir müssen ein bisschen Eigeninitiative jetzt zeigen. 20 Liegestütze für einen guten Zweck. Auf geht's. Also Eigeninitiative zahlt sich aus. Nochmal 230 Liegestütze aufs Konto. 7, 8, 9, 10. Um die 40 Leute, die 10 Stück gemacht haben. So, wir müssen jetzt mal richtig kreativ werden. Wir brauchen noch richtig viele Liegestütze. Jetzt haben wir uns hier mal oben hingestellt bei Foodspring und machen Wettbewerb. Es gibt ein Weight zu gewinnen, der meisten Liegestütze schafft. Der kriegt das Weight zu gewinnen. 13, 14, 15, 16, 17, das waren arsch viele Liegestütze, Mann. Die Jungs waren auch in der Menge, aber jetzt kann Platz Liegestütze zu machen, oder? Jetzt machen wir gleich nochmal ein paar, weil ich habe gerade keine gemacht. Also auf geht's. Was hast du gemacht? 25. 32. Du machst 34. Ich hab 50 gemacht. Aber um die 40. Digga. 40, nur. Die Challenge wäre natürlich nichts, wenn jeder Foodspring-Athlet mitmacht. Deswegen macht der Steve jetzt nochmal ein paar. Steve Chris Official hat auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr gerne mal abchecken. Danke dir. Hey, gebt euch mal diesen Körper, Alter. Heftigste Maschine auf ever. Auf ever. Auf jeden Fall haben wir noch die Evelina. Hi. Auch eine ordentliche Sportskanone. Schaut euch die beiden mal an. Also, da muss schon was gehen. Wir machen auch den ganzen Tag ja schon so Challenges hier, also so Workouts und sowas. Also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einfach so vollkommen regeneriert jetzt hier ein paar Liegestütze machen. Das ist schon ein bisschen anstrengender, aber... Jetzt sind wir draußen, jetzt gibt es erstmal Mittagessen. Eine kleine Stärkung. Steve und ich werden danach dann noch ein bisschen rumgehen und mal gucken, dass wir noch ein paar YouTuber dazu bekommen, dass die auch mitmachen. Dinge von Foodspring haben wir so geile Bowls bekommen, so Pokeballs. Die würde ich sagen, gönnen wir uns jetzt mal. Von den anderen drei waren es ungefähr 40. Also sprich nochmal 150 Liegestütze. Sehr geil. Jetzt schauen wir mal, wen wir noch bekommen. So, und dann läuft man über die FIBO. Und dann laufen einem bekannte Gesichter über den Weg. Wow, was geht? Wow, was geht? Alles fit, Mann. Du bist doch der Henry CL. Danke, Diggi. Wie viel hast du denn schon? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Wie viel willst du kriegen? Wie viel die geht? 10.000. 10.000. Ja, viel Erfolg, ne? Danke, Diggi. Man sieht sich. Ciao. So, jetzt haben wir hier noch den Joey. Machen wir ein paar Liegestütze, 20 Stück, oder? Geiler Typ. Ja, ein guter Zweck. So, jetzt haben wir hier den lieben Rico. Also ganz ehrlich, Alter, bei dir
den ganzen Maschinen, da müssten wir die 10.000 eigentlich easy voll bekommen. Jetzt hast du Pump am Start. Ja, jetzt schon. Also schau ihn dir an. Du machst jetzt. Ich bin die Kanadier, macht sogar. Ich bin da oben auf jeden Fall. Kann ich nicht mehr zurückgeben, sympathischer Typ. Jetzt müssen wir auf zu Gym Junkie. Ich habe hier noch so einen Cocoway mitgenommen, Leute. Das ist heftig. Das hat 108 Kalorien, bisschen über 20 Gramm Eiweiß. Das ist quasi eigentlich Kokoswasser mit Isolat. Schmeckt endgeil. Wenn ihr wollt, wenn ihr was bestellen wollt, könnt ihr euren Code 15% sparen. Wisst ihr, Leute, gehen wir nochmal richtig Gas bei Gym Junkie. Es fehlen noch richtig viele Liegestütze, Leute. Mal schauen, ob wir es schaffen, ey. Wird echt knapp. Alles gegeben. Ja, alles. Wie viel hast du gemacht? Mal schauen, wie viel wir da bekommen, Leute. Wir werden jetzt gleich noch ein paar Liegestütze hier vorne machen. Auf Video, das Ganze wird gespendet an Muskelschwund. Jo, das war's. Hat wieder ein paar Liegestütze, sehr geil. Jetzt packen wir es auf zu Foodspring, denn da machen wir jetzt auch nochmal eine Aktion. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Bevor wir zu Foodspring gehen, habe ich noch kurz hier ein paar Jungs eingesammelt. Hier, der David, der Dude. Simon hat gestern mitgemacht, du machst auch nochmal. Du machst mich fertig. Ich mach dich fertig, jawohl. Ich hab nochmal 20 gemacht. Digga. Danke fürs Mitmachen noch mal. Nächstes Jahr wieder. Nee, nicht mehr Wort. Johannes, machst du noch mit? Liegestütz-Challenge, ich bin gut. Ich bin dabei. Wir waren letztes Jahr auch dabei. Heftiger Ehrenmann auf jeden Fall. Einarmig, oder? Kannst du doch nicht. Einfach. Kann ich auch beide haben. Kannst du machen, wie du Bock hast, Digga. Hatte ich schon, kannst du auch machen. Ja, 20. 20 Stück, danke dir. Ein paar Liegestütze fehlen ja noch. Auf dem Foodspring Sportcourt machen wir jetzt mal ein bisschen richtig Dampf. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Julian kann nicht mehr. Julian kann nicht mehr, der Arme. 26. Ich krieg dir noch Frauen Liegestütze. Okay. 29. 26. Man. 26. 25. 25. 26. Ich hab Krämpfe überall, Leute. Ich hab Krämpfe überall. Jetzt geht's drum, dass die anderen für mich machen. 61, 62, 63, die beiden Foodspring, Leute! Er arbeitet beim Foodspring, er sind beste Freunde. Wir sind bei 98 Liegestütze. 99! Du bist eine Maschine, dass alles vorbei ist. Heftig, Alter. Die haben richtig rasiert, Mann. Aber im Schnitt haben wir gesagt, es waren 20 Leute. Im Schnitt haben sie 50 Liegestütze gemacht. Dann kommen wir auf knapp 1000. Da fehlen jetzt noch Pi mal Daumen ungefähr 1000 Stück. Die werden wir jetzt noch auftreiben. Ich will diese verdammte Challenge durchmachen, wenn ich am Ende ohne Pause Liegestütze mache. Ja, ich brauche noch ein paar Liegestütze. Hast du recht? Ja, Mann. Hat jeder gesagt, deswegen Vollgas. Ich glaube, wir haben jetzt noch so ein bisschen über 9000. Wir haben jetzt nochmal 165 Liegestütze gesammelt.
sehen uns mal wieder. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Engel habt, Brüder und ich mal ein Video machen sollen. Ihr könnt auch gerne einen Vorschlag schreiben wegen der Challenge. Ich bin da immer offen. Bevor wir es jetzt packen, machen wir es noch einmal mit dem ganzen Gym-Junkie-Team hier noch ein paar Liegestütze. Bei mir Marcel Jansen, macht auch mal mit noch. Wir müssen das Ding noch voll bekommen. Jetzt holen wir noch schnell die Leute, den Rest vom Team. Und dann knallen wir noch mal ein paar Liegestütze raus. Wir bringen die Challenge zu Ende. Ich habe gerade mal alles nachgerechnet, wie viele Liegestütze wir haben. Ich schreibe das die ganze Zeit mit. Es fehlen noch genau 580 Liegestütze, dann haben wir die 10.000 geschafft. Wir müssen gleich los zum Flughafen, deswegen haben wir jetzt nicht mehr viel Zeit. Das Ganze wird jetzt nochmal richtig knapp. 580, dann haben wir es geschafft. Fabian Kitzbeker aus Österreich. Ist eine Weile mir noch mal 100 raus. Digga. Er fängt guten Zweck, Digga. Machst du dich zum Hampelmann, wenn du anderen Leuten hilfst, oder? Gut, dann nicht. Schönen Tag noch. Peace out. Lauch. Ich sag euch Leute, ich habe heute auch wieder richtig viele Abfuhren bekommen. Willst du Liegestütze für guten Zweck machen? Nee, mach ich nicht mit. Ansage, wir machen jetzt vom Foodspring Team vor dem Stand 580 Liegestütze so lang, bis wir es geschafft haben. Wir werden uns gleich sehen. Werden gespendet. Das, meine Freunde, ist Teamleistung. Das hat niemand einzeln geschafft oder sowas hier. Das ist einfach nur in einem Team möglich. 1.002,70 Euro, die gespendet werden an Menschen mit Muskelschwund. Von Menschen mit Muskeln. Richtig geil. Vielen Dank an Foodspring, dass sie das Ganze gesponsert haben. Ich bin wirklich stolz, dass es mein Sponsor ist. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt erstmal daheim. Und dann erzähle ich euch, was die Challenge für nächsten Monat ist. Bis gleich. Von der FIBU sind wir wieder daheim, Leute. Ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet. Wenn ihr die Stelle hier gesehen habt, schreibt mal ein dickes, fettes Ehren-Community. Dann weiß ich Bescheid. Bei der Challenge nächsten Monat brauche ich deinen Support wieder. Und zwar werden Sophia und ich 24 Stunden im Wald verbringen. Das heißt, wir pennen da auch. Wir suchen uns irgendeine richtig krasse Stelle aus, wo wir das Ganze machen. Und das verbinden wir mit einer Spende an den WWF, die dann in den Erhalt des Regenwalds investiert wird. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu dem Money Pool auf PayPal. Ab einem Betrag von 5 Euro könnt ihr euren Instagram-Namen dazu schreiben. Da gibt es einen Shoutout bei mir in der Story auf Instagram. Meine Stimme ist im Arsch. Ich habe bei 16 Stunden das Video geschnitten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer es noch nicht gemacht hat, lässt bitte ein Abo da und am besten noch einen Daumen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett und penne eine Runde. Bis bald, meine Freunde. Ciao.